Hallo Freunde, willkommen zur zweiten Folge des Schatten. Nee, Moment. Willkommen zur zweiten Folge von Mittelerde Schatten des Krieges. So rum, jetzt hab ich's. Ach. Wir haben in der ersten Folge, naja, den einen Ring zum zweiten Mal geschmiedet und ihn verloren. Wieder mal. Fällt mir jetzt erst auf, Celebrimbor, also du hast kein glückliches Händchen für Ringe. Und, naja, nachdem wir uns mit einer Spinne unterhalten haben, stecken wir jetzt mitten in der Belagerung von Minas Ithil. Sauron will den Palantir. Und, ja, um das zu verhindern, schließen wir jetzt ein paar Aufträge ab. Und stiften Terror in den Reihen der Orks. So. Story-Aufträge werden durch das Hammer-Symbol. Das ist einer von... Ja, das ist einer von Saurons Türmen. Ist das ein Alien oder... Ach, das ist ein Hauptmann, okay. Machtprobe Gondorana. Ja, machen wir das mal. Wir werden seinen Griff um Minas Ithil lösen. Wir werden das Blatt wenden. Und jetzt geht's los. Jetzt werde ich vollkommen in diese Welt versinken. Los, flieht! Abwärts. Ihr dreckigen Orks. Ach, ein Gegner greifen. Das wollte ich. Da wusste ich nicht mehr, wie das geht. So, mein Freund, du machst jetzt einen Abflug. Oh. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch ein Abflug. Und wenn wir schon dabei sind, du auch noch. Aller guten Dinge sind drei. Ja, da fällt mir gerade ein, das ist ja ein Schnellreisepunkt. Dann schauen wir doch mal, dass wir den gerade mal reinigen. Weil mir gefällt es auch ins Auge da nicht so wirklich. Sehe ich das Auge? Ah, sieht nicht so aus. Doch, da ist es. Ah, ich fühle mich so beobachtet. Die Heldie sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verdammnis ausbreitet. Das ist geil. Mit dem Haedir kannst du verlorene Geheimnisse und Erinnerungen aus Mordors Vergangenheit finden. Untersuche die umliegenden Gegend, um die Hügelgräber zu finden. Ey, wie geil! Das ist cool. Aber das kommt mir auch irgendwoher bekannt vor. Inquisition. Dragon Age Inquisition. Erinnerung Kankras, okay. Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Wow. Okay. Ich will aber erst... Bevor wir in das Lagerhaus gehen, will ich erstmal hier die Machtprobe.
Alter. Also ich war ja total fertig, wenn da einfach so ein Typ von der Mauer springt und dann auf mich zurennt. Stört mich nicht, wenn ich gerade dabei bin, euch hinzurechten. Der hatte doch gerade ein Messer am Kopf. So, was ist das für ein weißer Punkt hier? Schatzorks. Diese Orks tragen wertvolle Beute bei sich. Ah, okay. Moment! Juwelen können in einem Ausrüstungsplatz platziert werden, um Boni zu erhalten. Oh, das ist cool. Mann, da hat man ja echt viele, viele Möglichkeiten, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Finde ich gut. Wohlstand. Mehr erhaltene EP, sage ich nicht nein. So, da oben ist die Probe. So, mein Freund, du sagst mir jetzt bitte erst einmal. Oh, ich kann dich gar nicht vorhören. Gut, Glück gehabt. Ach, das ist auch einer von meinen Orks. Cool. Oh, doch nicht. Ach, okay, dann muss ich euch eben allererst einmal umbringen. Habe ich auch kein Problem damit. Ja, okay, das sind vielleicht doch ein bisschen viel. Viele auf einmal, aber kriegen wir hin. Aber kriegen wir hin. Keine Panik. Denk dran, du hast Batman gespielt. Und ihn zitiert in der letzten Folge. Backpfeifen. So. Geh doch. Dann schauen wir uns doch jetzt mal diese Prüfung da an. Können wir gerade das da hinten einsammeln? Ach, da unten haben wir die Sau. So viele Menschlein, die vor Schmerzen schreien werden. Suchst du nach uns, Turk? Überraschung. Nein, nicht dein Geburtstag. Komm her. Jeder versklavte Ort trägt mein Zeichen. Heißes Eisen auf versenktem Fleisch. Bald werde ich auch dich markieren. Dann weiß ganz Mordor, dass du mein bist. Takra. Ich habe jetzt den rechten Stick eingedrückt und da konnte ich mir jetzt hier die Infos ansehen. Immun gegen Gift, verhasst, Klasseneigenschaften.
Oh, spürt dich überall auf. Das ist schlecht. Ach du Scheiße, hat der viele Boni. Schleudert einen Kettenhaken, Frontkrieger. Oh Mann. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Treuer Blutsbruder von... Ach, der hat eine Freundschaft mit so einem anderen. Au, was war denn das? Irgendeiner hat seine Bärenfalle liegen lassen. Oh, verdammt. Was? Ach, der Kerl wird doch sauer, wenn ich ihn überspringe. Hilfe! So, er ist tot, nachdem er alle unsere Leute... Ah nein, einer hat überlebt. Ja. Oh, ich bin ein bisschen aus der Übung, muss ich ehrlich sagen. Numenor-Rüstung. Oh oh. Wir haben die Männer. Wir haben die Kraft. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Minas Ithil fällt. Und daran kannst du nichts ändern. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist das zufällig der Blutsbruder? Nein. Okay, dann kann ich ihn ja erledigen. Tut mir jetzt um den einen Gondorianer da leid. Schon. Ach, da kommen noch mehr Gondorianer. Sehr gut. Ja, das nenne ich echt einen guten Kampf. Oh, aufgeschlitzt. So viel dazu. Der Kerl gehört mir. Wieso mache ich mir das eigentlich so schwer? Komm mal her. Ist schon tot. So, jetzt haben wir genug Zeit verplempert. Ich schaue mir gerade noch die Ausrüstung an und dann machen wir mit den Missionen weiter. Wir haben... Ach, das ist der Numenor-Mantel, okay. Oh, die Rüstung sieht geil aus. Da haben wir noch nichts, da haben wir auch noch nichts und da haben wir die erste Waffe, okay. Wow. So, jetzt gehen wir erstmal da runter. Nein, Entschuldigung, darüber. Da hinten, da. Ich glaube, das ist Kankras Erinnerung, was wir da haben. Ja gut, das ist wohl nicht so gut ausgegangen. Ach, wir haben ja auch Fähigkeiten, die wir jetzt einsetzen können. Tut mir leid, habe ich ganz vergessen. Kampf, Räuber, Fernkampf, Geist. Was haben wir da? Reiter. Geschichte. Okay, das schalten wir durch die Story frei. Okay. Terrorisieren. Ach, guckt euch das mal an. Die können wir... noch zusätzlich verbessern. Das ist ja geil. So. Die Hinrichtung. Die schalten wir auf jeden Fall frei. Jetzt müssen wir mal gucken, wo diese... Wieso konnte ich den jetzt nicht hinrichten?
Egal, tot ist tot. Oh Mann, da kommt ja der nächste Hauptmann. Ah nein, das ist nur einer mit... Das ist ja kein Hauptmann-Symbol, das heißt ja, bei dem können wir plündern. Ja, wunderschön. Oh, hör auf, neue Orks anzulocken. So, jetzt, ach, das ist nicht die Erinnerung, das ist nur diese Währung. Okay. Oh, Mann. Okay, das ist ein Scheißsystem. Das ist wie die Ressourcensammlung in Mass Effect. Oh, legendäre Schätze. Bondorianer überfallen das Vorratslager eines feindlichen Hauptmanns. Ich will erstmal die Schnellreisepunkte hier in diesem Gebiet. Wer ist das da unten? Tarts. Der Säufer. Ah, ich frage mich, ob ich den Kerl da erledigen kann. Finden wir es heraus. Nö. Ja. Weißt du, wie viel Grog ich hatte? Ich nicht. Aber ich weiß sicher, dass ich dich gleich töte. Und dann, rat mal, gönn ich mir noch mehr Grog. Und dann töte ich dich. Ich mag den Kerl. What the fuck? Alter, was war denn das? Kann mir gerade einer sagen, was das war? Ich wette, der wollte gerade wieder schießen. Wuhu. Schnell weg. Ich will ja den Turm freischalten und dann geht's mit der Hauptmission weiter. Komm schon, Talion. Komm mal her. So, du kämpfst jetzt für mich. Oh nein, ohne Kopf geht das schlecht. Okay. Bist entschuldigt. Geiler Sprung. Blöde Stelle für eine Tür. Ach Quatsch, Plan. Wann hatten wir hier jenen Plan? We got on your ten. Da irgendwas... Nein, nein, na egal. Jo. Oh, jetzt gibt's jede Menge zu entdecken.
wie groß ist denn das Gebiet? Was ist denn der dritte Turm, wenn wir jetzt gerade dabei sind? Oh. Naja, ganz andere Richtung, toll. Also ich bin's nicht. Kann sein, dass der uns ein bisschen ignoriert? Da ist nichts explodiert. Begegne einem... Ach, das ist ja geil. Das ist einer, der den Tod überlistet hat und den haben wir jetzt gerade, naja, getötet. Igitt. Pfui Teufel. Ich wusste, ich würde Nein! Dich finden. Ich und diese Narbe haben schon lange darauf gewartet. Alter, Naruk! Du alte Potsau, wie hast du denn das gemacht? Nein! Ich wollte den anderen hinrichten. Alter, Naruk, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, mein Freund. Okay, dass wir jetzt auch in Flammen stehen, war nicht Teil des Plans. Du verdammter Ork! Das tat weh! Ich hack dir einfach den Kopf auf, dann ist die Sache gut! Oh! Ich wollte dir nicht aufschlitzen! Oh nein, du bleibst jetzt mal schön stehen! Ach ja, der dritte Turm. Ein Schulterstoß. Haben wir wieder eine neue Fähigkeit frei? Ah, okay. Verbesserungen ist immer nur eine. Das ist geil. Jedes Mal macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Ich denke, das passt am besten zu mir. Jetzt frage ich mich mal, komme ich diese Mauer einfach so hoch? Ja, leck mich doch am Arsch. Ah. Ja, hast bestimmt gedacht, ich werf dich runter. Ich kann doch gar keinen kontrollieren. Och, das ist ja doof. Wie lange lebt ihr schon hier? So, jetzt will ich mal so einen Schulterstoß ausprobieren.
Drücke beim Sprinten RT für einen Beinfeger. Ach, das ist ja cool. Erstmal einen Schulterstoß. Das finde ich cool. Das hat so ein bisschen Speedkill-mäßig was. Ich glaube, da hat sich einfach... Oh. Da. Nein, ernsthaft? Jo, wie geil! Du glaubst wirklich, du kannst die Stadt noch retten, nicht wahr? Ich sehe es in deinen Augen. Nicht Hoffnung, Verblendung. Ja, weißt du, was ich in deinen Augen sehe? Nichts, denn sie sind tot. Nein, immun gegen Hinrichtung, diese Potsau. Hoffentlich tut das weh. Oh oh. Oh verdammt, sorry. Endlich mal einer mit Schild und Speer. Das ist cool. Das gefällt mir. So. So, wen haben wir denn noch? Neuer Feind, Jäger. Schade, ich wollte eigentlich einen von denen ins Feuer werfen. Vielleicht krieg ich es noch hin. Ja! Die können das nämlich auch überleben. Und dann kommen sie wieder mit Brandnarben als General. Würde ich cool finden. Ach, das war der falsche, sorry. Ah, schnell, ich will nicht ins Feuer. Ja, geh ins Feuer rein, du verdammte Sau. Dieses Manöver kenne ich auch. So war das absolut nicht geplant. Nächstes Mal gehörst du mir. Oh, vergiss es, du entkommst mir nicht. Ja. Jetzt aber schnell zum Turm. Ah. Weg hier! Los! Dann haben
haben wir auch den dritten Turm in diesem Gebiet freigeschaltet. Alter, der Sprung ist cool. Ein weiterer Turm für den hellen Herrscher. So, damit haben wir alle Türme in diesem Gebiet freigeschaltet. Okay, perfekter Konter. Lautloser Läufer. Dann verursachen wir keine Geräusche mehr. Oh, finde ich eigentlich besser. Nehmen wir das hier. So, und unser Inventar ist auch nochmal ein bisschen gewachsen. Ach, da finde ich gut, dass die Werte angezeigt werden. Ein Schwert, das seine Inspiration in den Klingen der Waldläufer von Gondor fand. Naja, wenn das nicht interessant klingt. Und unser Schwert, unsere Klinge, wird ersetzt Achran. Das ist elbisch, glaube ich, für Rache. Das war einst ein Schwert von Talions Sohn, welches zerbrach, als die Orks das Schwarze Tor eroberten. Und jetzt haben wir ein Dolch, der den Dolchen der Reiter von Rohan nachempfunden wurde. Bogen des Waldläufers. Haben wir noch eine neue Rüstung? Numenor-Rüstung oder die Rüstung des Waldläufers. Also, mir gefällt dieses Design eigentlich ganz gut, das lasse ich. Und da gibt es nichts Neues. Tja, gut Leute, dann würde ich mal sagen, das war die zweite Folge. Wir haben Sauron die Türme entrissen und ihm dadurch auch sein Augenlicht in diesem Gebiet genommen. Und jetzt in der nächsten Folge kümmern wir uns wieder ein bisschen um die Hauptstory. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.